Dominik hier, hallo. Im folgenden Video zeige ich euch, wie ihr am besten eure Daten manuell ohne den Migrationsassistenten von einem alten Windows-Rechner oder eurem vorherigen Windows-Rechner unter Mac OS X bekommt. Ich zeige euch hierzu ganz kurz, wie sieht das beim Mac aus. Beim Mac habe ich hier einen Home-Folder, also ich habe hier mein Heimatverzeichnis und in diesem Heimatverzeichnis, mache ich jetzt mal zu, habe ich den Ordner Bilder, Dokumente, Downloads, Filme, Musik, Öffentlich und Schreibtisch. In diesem Homefolder empfehle ich persönlich, nutzt die hier vorgegebenen Namen und sortiert eure Dokumente, sofern sie auf dem Mac sein sollen, auch hier ein. Das bedeutet, wenn ihr Bilder habt von Windows, sortiert sie in den Bilderordner oder in iPhoto. Wenn ihr Dokumente habt, erstellt euch in den Dokumenten hier selber eine Ordnerstruktur und versucht es nicht im Homefolder zu machen, also nicht im Heimatverzeichnis. Eure Musik solltet ihr in Musik und genauso die Filme in Filme organisieren. Wenn ich mir das unter Windows hier ansehe, habe ich meine Bibliotheken. Das ist zufällig, sehr ähnlich wie beim Mac. Holt aus den Bildern, egal wo sich die befinden, hier eure Daten in die Bilder hier rein. Sortiert sie in dem Ordner Bilder neu. Das gleiche gilt für Dokumente und für eure anderen Daten hier aus Windows. Wie ihr das mit iTunes macht, das habe ich in einem anderen Video gezeigt, wie ihr eure Daten von einem Windows-Rechner, eure Bibliothek komplett mit den ganzen Bewertungen der Lieder nach drüben bekommt. Und eure Videos zieht ihr einfach hier aus Windows auf euren neuen Mac in den Ordner Filme. Das nur als Tipp von mir, wie ich meine Daten in meinem Mac jetzt verwalten würde, wenn ich von Windows umziehe. Ja, so viel dazu. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.